Leute, ich bin heute auf der Burg Frankenstein und ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Ich bin heute den Tipp gefolgt von unserem hessischen Radiosender Hitradio FFH und dachte, ich gucke mir die Burg Frankenstein an und gehe auch den Erlebnispfad rundherum. Der ist so circa 3 Kilometer. Ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Viel Spaß beim Anschauen vom Video und hier seht ihr hinter mir schon mal ein bisschen was von der Burg. So. Wir gehen jetzt mal hier vorne rein und dann mal schauen. So, so lange bleibe ich jetzt noch hier. Ich schneide das ganze Video zusammen dann. Jetzt die ganzen Treppen hoch, guckt. Treppe, 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 Treppe. Aber, ey Leute, es lohnt sich. Wow, guckt euch das mal an. Seht ihr das? Voll cool. So, bisschen windig gerade, aber gut. Macht nichts, wir gehen weiter. Au! Hier sind wir in einem Lies drin. Okay. Jo. Wir gehen weiter. Guckt mal an die Seite. Voll nice. So ihr Lieben, wir gehen die nächste Treppe hoch. Die hier. Hier ist übrigens immer im November Halloween. Das ist glaube ich November, ja. Genau, da war ich mich auch schon gewesen auf der Halloween-Party. Aber jetzt dachte ich, gucke ich mir das Ganze nochmal nüchtern an. Ja. Nehmen wir euch mit. Boah, Leute. Guckt mal, wie schön. Hier kann man noch weiter hoch. Und hier gehe ich hoch. Der Hammer. Geht's denn hier hoch? Geht's denn noch weiter? Jetzt sind wir am höchsten Punkt von Burg Frankenstein. Guckt euch mal diese Aussicht an. Grandios, ne? Das Wetter auch herrlich. Hi! So, wir gehen wieder runter. Und dann geht's auf den Erlebnispfad. Ich bin ein bisschen außer Atem. Das sind die vielen Treppen. So, ich bin angekommen an dem Walderlebnispark der Burg Frankenstein. Der geht jetzt hier runter. Und genau, ich nehme euch immer mal mit. Also, wir sind hier im Kräuterriechgarten. Seht ihr das? Die sind da hinten. So, wir laufen nach dem L übrigens, gell? Das ist der Erlebnispfad. Gehen wir mal rein durch das Türchen. Und wie gesagt, immer wieder schön schließen, wegen den Rehen, ne? Also lassen wir mal rein. 3 bis 4 Stände übrigens auf dem Schild sind zu empfehlen. Ja. Ist jetzt natürlich noch nicht so viel da. Bin zur falschen Jahreszeit hier. März! Ich hätte im Sommer kommen müssen. Ja, aber ich werde schon was finden. Guckt euch die Beete mal an. So, wir sind am Jungbrunnen angelangt. Steht da? Da nicht, muss näher ran. Jungbrunnen, vielleicht. Genau, das ist hier der Baum und das hier alles.
kann man einfach ein bisschen verweilen hier und ja. Also ich muss sagen, der Erlebnispfad um die Burg Frankenstein ist mega schön. Gerne wieder, ne? Also bin jetzt nur ein paar Stationen gelaufen und mega, 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 mega. Wir sind an der nächsten Station angekommen bei dem Hörtrichter. Kannst du das Gras wachsen hören? Also eigentlich nicht, aber vielleicht ja mit diesem Teil. Ich versuch's einfach mal aus. Genau. Also ich bin positiv überrascht, gell? Man hört ja tatsächlich was durch. Man geht ja einfach mit dem Ohr dran. Man hört Geräusche, die man so gar nicht wahrnimmt. Aber so schon. Krass. Komm mal ein bisschen näher. Guck, hier bist du einfach mit dem Ohr so dran. Du hörst wirklich alles. Hörst du richtige Frequenz? So richtig so. Krass, hätte ich nicht gedacht. Mega. Bin begeistert. Müsst ihr unbedingt ausprobieren, wenn ihr mal hier seid. Und weiter geht der Weg. Immer, 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 immer in Richtung Buchstabe L. Das L. Unser Buchstabe. Weiter geht's. So, wir sind da schon an der nächsten Station angekommen. Das ist die Baumuhr. Seht ihr das? Voll schön. Also ich sag euch, der Weg ist echt toll. Toll gemacht. So, und jetzt habe ich hier vor Verzweiflung gesucht, wo ist das nächste L. Aber tatsächlich, nachdem ich mir jetzt in Ruhe diese Baumuhr angeguckt habe, habe ich auch schon da vorne am Baum das nächste L gesehen. Perfekt. So, wir sind bei der nächsten Station. Wir sind am Kohlenmeiler am Frankenstein. Habe ich jetzt abgelesen. Seht ihr das? Das ist das Ding. Dieser Kohlenmeiler am Frankenstein. Ihr Lieben, mir wurde es ein bisschen warm durchs Wandern, weil ich einmal kurz falsch war. Es lag aber an mir, meine Orientierung. Hier sind wir wieder am L. Und da unten sieht es, oh, da sieht's richtig spannend aus. Wow! Ich muss mal gucken, wann sieht ihr das denn? Seht ihr das? Da. Ich muss durch eine Höhle durch. Das sieht ja aufregend aus. Guck mal. Durch eine Höhle. Das ist ja genial. Ein Tunnel. Laubtunnel nennt sich das. Seht ihr den Laubtunnel? Da gehe ich jetzt durch. Ich nehme euch jetzt einfach mit durch den Tunnel. Das habe ich mir jetzt einfach festgestellt. So, ihr geht mal vorweg. Das ist ja wirklich ein Laubtunnel. Das ist immer richtig cool. Cool gemacht. Ey Leute, da hätten doch gerade eure Kiddies auch richtig Spaß, oder? Genial. Ihr Lieben, wir sind an der nächsten Station. Das Xylophon nennt sich das. Und ich probiere es auch gleich mal aus. Ich hoffe, ihr habt es erkannt. So, wir gehen weiter. Habt ihr es erkannt? Das ist ein wunderschöner Buddha, der hier auf dem Weg ist. Ich würde sagen, da vorne sehen wir wieder einen L am Baum. Da geht's weiter. So ihr Lieben,
hier sind verschiedene Klappen und jeweils dahinter verbirgt sich die Äste der Bäume. Und auch die Bäume, wenn man sie wirklich in echt sehen möchte, sind in unmittelbarer Nähe jeweils mit einem Namensschild versehen. Also hier hatten wir schon mal Dugleise. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dann die Rotbuche. Ich bin ja neugierig. Okay. Esskastanie. Wie cool. Linde. Ja. Also es ist schon sehr lehrhaft hier, dieser Weg. Es macht unheimlich Spaß. Ne? Wir haben die Lerche. Cool. Bergahorn. Oha. Die Kirsche. Ja, die beiden. Schmecken übrigens auch gut. Spitzahorn. Die Eiche. Die Fichte. Die Roteiche. Und die Ulme. So, weiter geht's im Weg, ne? Einfach herrlich. Hört Mama, hört richtig die Vögel. Das ist das Schöne am Wald. Hi! Also, wir sind jetzt am Dendrophon angekommen. Kann man auch so ähnlich wie ein Xylophon. Und ja, werde ich jetzt ausprobieren. So, jetzt wollen wir es ausprobieren. Wir laufen weiter. Ich wusste es. Es wird auf jeden Fall noch was zum Balancieren im Wald kommen. Und da ist es auch schon. Da ist unser nächstes L. L am Baum, seht ihr das? Und da ist da schon unser entlang Balancierteil. Das werde ich gleich machen. So, ihr Lieben. Ich sehe schon leicht fertig aus. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin den gesamten Erlebnispfad an der Burg Frankenstein gelaufen. Er ist gerade von da hochgekommen. Und das Schöne ist, dieser Erlebnispfad fängt direkt an der Burg an, geht dann 3 Kilometer um die Burg und endet hier direkt am Parkplatz wieder. Beziehungsweise mein Auto steht da oben an einem anderen Parkplatz. Aber das ist das Schöne. Man kann sich erst in Ruhe die Burg angucken. Man kann dann unten was essen, trinken, das ist ja Gastronomie. Und dann völlig gestärkt läuft man dann diese 3 Kilometer um diese Burg und erlebt das, was ich heute erlebt habe und kommt dann im Anschluss direkt am Auto wieder raus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen oder Nachlaufen eher gesagt. Viel Spaß, bye bye.